hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um Commodore OS. Und zwar habe ich gestern auf der Homepage von Commodore OS gesehen, es gibt eine neue Version vom 23.12.23. Also doch recht aktuell, ein gutes halbes Jahr jetzt alt. Ich habe das, meine ich, auch schon mal damals heruntergeladen und ausprobiert, aber habe darüber, glaube ich, kein Video gemacht. Oder kann sein, dass ich im Livestream einmal kurz darauf eingegangen bin. Ich habe damals den Installationsprozess, meine ich, abgebrochen. Ich habe es nur in der virtuellen Maschine getestet. Und jetzt dachte ich mir, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Ganze nochmal zu testen. Ein bisschen ausgiebiger in dem Sinne und auf einer echten Maschine. Dennoch werde ich zum ersten Einblick jetzt ganz erstmal normal herunterladen auf eine virtuelle Maschine, einmal so ganz grob so checken, was ist da überhaupt los, und dann geht's weiter auf eine echte Maschine. Das wäre jetzt so mein Plan. Wir geben ein Commodore OS. So, da hätten wir es doch schon gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Ja, das ist richtig, genau. Die Seite habe ich gesucht. So, und hier steht Release 13.12. Nicht 23., sondern 13.12.23. Ja, ich würde sagen, ich fackel jetzt hier nicht lange. Ich werde das jetzt einfach mal nochmal herunterladen als ISO-Image-File. Gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag. Und das Komische ist, hier steht, war eine Linux-Disposition. Und das ist wohl immer noch nicht aktualisiert worden. Da müsste ich vielleicht mal selber aktiv werden und aus war ein ist machen. Und bei DistroWatch gibt es auch eine Eintragung. Was schreiben die? Betriebssystem Linux, Debian MX Linux, Herkunft USA, Mate Desktop. Ja, viel mehr steht hier, glaube ich, nicht drin. Auf jeden Fall steht, ich mache es mal ein bisschen größer. So, hier steht Commodore OS Vision ist 64-Bit Linux-Disposition, welches original oder ursprünglich mal mit Linux Mint begann. Genau, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich verfolge das Projekt ja schon im Endeffekt schon seit einiger Zeit. Und es sind die wohl von Mint auf MX umgeschwappt, warum auch immer. Ja, hier sind ein paar Links nochmal drauf. Und auf jeden Fall sind die mit in Eintragung schon wesentlich aktueller. Genau, so viel zu DistroWatch. Der Download, der wäre damit beendet. Und ich würde sagen, ich starte mal VirtualBox. Und dann schauen wir uns das Betriebssystem nochmal einmal genauer an. Ich packe hinzu. Ich sage ihm neu natürlich. Commodore OS Linux bliblablub, das passt. Wir vergeben mal Arbeitsspeicher 16 haben wir. Geben wir mal die Hälfte. Die goldene Mitte sozusagen. So ungefähr CPUs. Können wir ruhig auch mal. Ja, geben wir mal 2. Wollen wir aber nicht übertreiben. Ein bisschen mehr Speicher. Und das war's. Dann gehen wir auf Ändern noch einmal. Dann gehe ich ihm auf Anzeige und sage ihm Grafik Power volle Pulle. Und die 3D-Beschleunigung möchte ich natürlich auch haben. Ich sage ihm Start. Jetzt müsste er eigentlich meckern, weil er nichts hat zum Starten. Genau. Sehr gut. Ich binde ein DVD-ähnliches Image ein. Und zwar Commodore OS vom 13.12.23. So. Und dann sage ich auf Einbinden und Startvorgang wiederholen. Und dann sollte es eigentlich floppen. So, was möchte er jetzt? Ja, Commodore ist... Ja. VirtualBox Video. Ach. Ja, ich will das ja eben jetzt einmal kurz reinschnuppern. Und ich klicke jetzt hier einfach mal auf VirtualBox. Dann habe ich vielleicht sofort die passenden Einstellungen. Das ist aber sehr freundlich. Da haben wir ein Failed. Könnt ihr das da lesen? Ah, schade, ist weg. Fangen. Das war doch schon mal cool. Welcome to Commodore OS Vision. Habt ihr die digitale Stimme gehört? Cool, einfach nur cool. So, wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg.
Steuerung F war, glaube ich, fangen, ne? Einschalten. Ah, okay. Okay, ich mache mal Cancel. To continue to use Commodore S Vision, you agree to the following terms. Ja, okay. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber ist schon mal ganz nett. Ich stehe ja auf so einen Quatsch hier. Failure to agree to these terms is not optional. The system will have. Oh, what's happened? Fängt ja schon mal gut an. Starting System oder Restarting System. Ich glaube, ich komme nicht drum herum. Ich muss das auf einer echten Maschine installieren. Wie Sie sehen, sehen Sie. Ah, jetzt sehen wir etwas. So, jetzt machen wir erstmal Cancel. To Ah, continue to use Commodore S ja, Vision, you agree Cancel. to failing to agree to these terms is not optional. The system. Okay. Alles klar. Ich installiere es einfach mal auf einer echten Maschine und dann sehen wir uns gleich über die GoPro wieder, würde ich sagen. So, ich sage es ja immer wieder, ich halte nicht viel von VirtualBox und oder generell von virtuellen Maschinen. Ich bin eigentlich so ein Typ, ich muss auf echte Hardware, muss ich arbeiten. Nur damit komme ich klar. So, ich starte jetzt mal Startmedien. Startmediensteller, da haben wir ihn. So, und Commodore S hat er sofort erkannt. Jetzt brauche ich nur noch einen USB-Stick. Ich hatte doch einen, da war mal irgendwie Mate drauf. Ja, Mate ist jetzt Geschichte. Das Installationsimage wird jetzt auf einen USB-Stick geschrieben. Ja, ich bin jetzt hier schon bei 22%. Dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn das Datenträgerabbild geschrieben wurde. Bis gleich. Ja, die Installation auf den USB-Stick ist jetzt abgeschlossen. Das Datenträger-Image wurde dementsprechend geschrieben. Ja, ich kann auf Beenden klicken und mache jetzt erstmal einen Neustart und boote jetzt vom USB-Stick mit Commodore S, um es dann dementsprechend zu installieren. Das wäre jetzt so mein Plan. Und zwar bügele ich jetzt einfach nicht drüber über das vorhandene Betriebssystem auf dieser Maschine, sondern versuche das so ein bisschen parallel zu installieren. Ob das funktioniert, das müssen wir jetzt erstmal schauen. Oh, ich brauche F12, glaube ich. Genau, damit ich auf den USB-Stick zugreifen kann. Das müsste eigentlich jetzt Flash Drive sein. Generic Flash Drive, das wähle ich jetzt aus. Genau, und jetzt fragt er mich erstmal nach Language. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir das Ganze mal versuchen, auf Deutsch von vornherein schon anzuwählen. VirtualBox haben wir nicht von Festplatte, nein. Speichertest, nein. Von Group zu Group Loader wechseln, nein. Ja, ich will ganz normal Commodore OS Vision aus. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern das jetzt besser funktioniert. Willkommen bei AMX Linux. Interessant, also beruht auf MX Linux. Schade, dass es immer so schnell weggeht. Aber gut, dass ich es mit der Actionkamera aufgenommen habe. Dann kann ich mir in Ruhe nochmal durchlesen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Bei der Maschine kann ich irgendwie keinen Ton anstellen, weil das Kabel zu kurz ist. Okay, den Welcome-Stream, den mache ich mal jetzt hier weg. Oh ja, da sind doch mal schöne Kompis-Effekte, ne? Das sieht doch stark nach Kompis aus. Ist natürlich schade, jetzt habe ich es natürlich auf Deutsch gestellt und wie man sieht, so richtiges Deutsch ist es wohl irgendwie nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ist das jetzt hier. Ah, mit Cube, mit Compass Cube. Ach, warte mal, das geht da jetzt hier. Warte, wie war das nochmal? Ah, so war das. Oh, schön. Also, das finde ich ja natürlich mal wieder richtig klasse. Ja, da ist das Schöne an Gnome 2. Der hat viel bessere Compass-Effekte. Das neue Gnome 3 oder Gnome Shell. Ja, da gibt es zwar auch, aber das kommt an der alten Version nicht ran, sage ich mal. Also das ist kein Vergleich. Das macht hier richtig Spaß. Das können die jetzt stundenlang machen. Also das ist, was ich unter den neuen Gnome-Versionen vermisse. Kann man eben die Leiste hin und her schieben. Also da sind wirklich alle Effekte schon mit drin. Ja, wackelnde Fenster. Aber selbstverständlich haben wir auch wackelnde Fenster. Also mir gefällt das, es ist natürlich sehr verspielt, auch ein bisschen Future-mäßig angehaucht, keine Frage. Aber ich stehe auf so ein. Ach, herrlich. Ich stehe auf sowas. So, wollen wir denn hier ein Terminalfenster?
Ja, gut, die Verzögerung ist vielleicht doch ein bisschen langsamer, aber das kann man einstellen. Das liegt jetzt nicht am Betriebssystem oder an der Maschine. Das kann man alles über Compass einstellen. Also Nachteil an der Gnome-Version, also Gnome 2 oder Mate heißt es ja mittlerweile, man kann nicht suchen, ne? Da gibt es kein Suchefeld. Da steht's auch. CPU-Terminal. Ach, guck mal, das ist ja schön, ne? Könnt ihr ja sehen, wie so ein Commodore-Bildschirm mit Ready. Cool. Wie gut ist das denn? Ich gebe mal ein U. Kann man erstmal ein bisschen größer machen, damit ihr besser lesen könnt. Ein bisschen größer, also, ne? So müsst ihr das so besser lesen können. Commodore OS Vision V2.0 Beta. Mit Swap. Wir haben so eine Swap-Partition. Ja, da sage ich, gehe ich mal auf den Grund. Ne, können wir eigentlich nicht haben, wenn es dann auf einen USB-Stick fällt mir gerade ein. Es gibt trotzdem mal einen U-Name minus A. Ein kleines A. So, Commodore OS Debian. Ah, okay, ein Debian-System. Das ist schon mal sehr gut. Und dann gehen wir noch mal ein LSB-Release. Release minus A. Was kann man denn da? Ein Bullseye. Okay, mittlerweile gibt es Debian 12, aber das soll jetzt, ah, gut, ja. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie upgraden. Oh, schön, schön, schön. Gefällt mir. Gut, ich versuche das jetzt mal zu installieren. Oh, man muss jetzt einfach nur den Geschäftsbedingungen bestätigen. Am Anfang erscheinen zwei Bilder. Und die habe ich einfach auf Cancel weggeklickt und dann wird der Installer auch nicht freigegeben. Und das ist dann natürlich ein Mate Desktop. Ich vermute mal hier unten mit Plank. Ich mache mal rechte Maustaste. Ah, CairoDoc. Okay, das ist sogar ein CairoDoc. Der ist sogar noch besser. Ja, der hat noch mehr Effekte. Ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Und gerade in Kombination mit Compass macht so ein CairoDoc natürlich Sinn. Ja, hier wird noch einiges wohl abgescheckt. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn dementsprechend das Abchecken fertig ist. Keyboard-Setting, jetzt machen wir als erstes. Ich sage ihm, was sagen wir ihm denn? Plus sage ich ihm, Germany, German. Und dann sagen wir ihm nochmal German. QWERTY, das wäre die Tastatur. Dann können wir den löschen. Wo ist denn das Minus? Zack, mein Englisch weg. Apply, okay. Und was passiert? Immer noch auf Englisch, okay. Aber ich stehe jetzt hier zumindest auf DE, das ist schon mal gut. Was können wir hier machen? Ah, jetzt bin ich schon im Partitionsmanager. Oder wie sehe ich das? Mach mal Customize. Oh. Jetzt müssen wir genau gucken. SDB, das müsste die Datendiskette sein. Das ist der USB-Stick. Ja, hier steht es auch MX Live. Das ist der USB-Stick. Den können wir mal ignorieren. Datendisk ignorieren wir auch. Hier könnte etwas drauf. Ich habe 93 GB Swap. Davon könnte ich mich eigentlich trennen. Was können wir hier machen? Format, Home. Oh, ich brauch was frei. Ich brauche einen freien Platz. Wie bekomme ich einen freien Platz hin? Fenster hier mal ein bisschen größer. Oder ich lösche das vorhandene Betriebssystem. Das wäre auch doof. Oder ich nehme doch meine Datenplatte. Da sind keine wichtigen Daten drauf, außer das Video, was ich gerade drehe. Oder zumindest das Vorwort wäre hier drauf. Das könnte gleich weg sein. Gut, erstmal alles löschen. Wie geht das denn hier? Wie geht das denn hier? Was macht denn jetzt? Ah, so komme ich an GParted dran. Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön. Hier sind meine Festplatten. Die unteren beiden sind USB-Stick. Ich gehe jetzt nochmal auf die erste drauf. Auf A. 93 GB. Davon müssen wir jetzt trennen. Kann ich zwar keine Karten mehr rendern, wäre aber auch doof. Hier habe ich nicht mehr viel Platz. Swap-off machen wir. Dann machen wir das Ganze kleiner. Size Move. Hallo?
machen wir Swap von sinnvollen New Size 16. Machen wir auf 16. 13, 14, 16. Ja, so ungefähr. So, das wäre jetzt Swap. Und hier hätten wir jetzt New. Und das wäre jetzt Name Commodore OS, COS. Label, Label auch CS. Das ist auch richtig. Add, fertig. Und dann sagen wir ihn anwenden. Apply. Einfach mal testen, ob es funktioniert. Wenn ich jetzt mein Betriebssystem abgeschossen habe, ist es nicht schlimm. Wie gesagt, die Maschine ist eh nur zum Testen, eh nur zum Rumspielen. Nutze sie unter anderem ja auch so ein bisschen so als eine Art Home-Server. Das gehen wir wieder raus. Aktualisieren. Das sieht hier so ein bisschen komisch aus. Jetzt muss ich mal gucken. So, hier haben wir meine 16 GB Swap. Knapp, ja gut, ein bisschen weniger geworden. Und jetzt muss ich natürlich gucken, muss ich die 4er nehmen. Und hier wären, hier wäre nicht Home, hier wäre Root. Label, ja, da habe ich doch vorhin schon eingegeben. COS, Commodore OS. Wie sage ich ihm jetzt Slash? Oder reicht es, wenn ich einfach hier auswähle? Ich mache einfach mal auf Next. Okay, so einfach ging er nicht. Du bist jetzt Root, Format. Ach da, mit diesem ganz kleinen Vorteil. Root, jetzt haben wir es. Label Root. Den Namen hat er selbst vergeben. Option. Was ist hier so klein? Ja, müsste ich testen einfach mal. Are you sure? Yes. Keine Ahnung. Ich blick da jetzt nicht so ganz durch. Ich hoffe mal, ich habe es richtig verstanden. Er schlägt mir jetzt MBR vor. Ja gut, dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn alles abgeschlossen ist. Das heißt, ich kann hier sogar noch auf Next klicken. Dann machen wir das schon mal. Name. Tuxa. Domain. Ich weiß nicht, Workgroup. Wofür braucht man das? Das ist doch hier Windows, ist das, ne? Samba brauche ich doch gar nicht. Machen wir mal schnell weg. Und Blödsinn will ich nicht drauf haben. Na, machen wir mal. Commodore. Einfach nur Commodore. Fertig. Local. Ich bin natürlich. Was bin ich denn? German. A, B, C, D, E. Deutschland. Time Zone. Europe. Wohl alle egal ist. Nehmen wir mal Berlin. Okay, ich warte jetzt ab, bis er jetzt fertig ist und ich hoffe mal, es hat funktioniert. Ich mache jetzt einen Neustart. Bin ich mal gespannt, was im Group drin steht. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Außer, dass mein altes Betriebssystem nicht erkannt wurde. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal Commodore OS auf einer echten Maschine installiert. Das scheint zu funktionieren. Ah. Mit Ton funktioniert auch. Consider changing your password. Current Passwort ist to set C gleich. Ja, dann machen wir sofort einen Test. Unknown User. Username Commodore. Change Passwort. Current Passwort C gleich. Dann geht es mal jetzt hier mit OBS weiter. Das war jetzt out of the box, war es jetzt eingestellt bzw. installiert. Ich muss hier nur noch die passenden Einstellungen bei OBS machen und schon kann ich jetzt hier dementsprechend auch direkt per OBS aufnehmen. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann kann meine GoPro kann das erstmal hier zur Seite und dann habt ihr auch eine bisschen bessere Qualität. Ja, im Grunde genommen ist das Commodore OS noch so ziemlich nackig. Ich habe jetzt hier noch nicht viel verändert, um nicht zu sagen, eigentlich gar nichts. Ja, erster Eindruck, ich bin also schon sehr geflasht von diesem System hier. Es ist vielleicht nicht unbedingt ein Produktivsystem, aber zum Rumspielen und so als Alternative, als Ergänzung macht das auf jeden Fall Sinn. Zumindest ist erstmal so mein erster Eindruck. Und wer mich kennt, ich bin eh so ein kleiner Fan von Compis, den ganzen Effekten, brennende Fenster, wackelnde Fenster, etc. Und auch hier unten mit dem Dock, sag ich mal, dass hier so schön alles so ein bisschen so, ja, hin und her gleitet und sich dreht und so weiter.
Also da bin ich ja voll ein Fan von. Und das finde ich auch an Gnome 2, Klammer auf, Mate, Klammer zu, finde ich natürlich dann eigentlich auch besser als an Gnome 3. Gnome 3 hat natürlich andere Vorteile, auch mit der appartigen Darstellung, das finde ich auch alles sehr gut. Und ist natürlich für den Workflow ist Gnome 3 schon besser, muss man dabei sagen. Aber zum Spaß haben ist das auf jeden Fall hier eine richtig gute Alternative. Und der Compiz, der Würfel, der ist einfach nur mal besser. Der Compiz-Würfel ist besser als von Gnome 2, besser als von Gnome 3, hundertprozentig. Gut, ich möchte trotzdem der ganzen Sache jetzt hier so ein bisschen auf den Grund gehen. Einfach mal so ein bisschen gucken, inwiefern kann man das vielleicht auch ja so halb produktiv benutzen, das Gnome OS. Und ich möchte jetzt zum Beispiel mal versuchen, als erstes über Boot Repair meine anderen beiden oder mein anderes Betriebssystem wieder zum Leben zu erwecken, weil jetzt ist es ja irgendwie versteckt, sag ich mal. Und es gibt hier auch eine Anwendung, das habe ich gesehen, womit man höchstwahrscheinlich das andere Betriebssystem wieder in Group wieder eintragen kann. Ja, da schaue ich es mal eben nach, ob ich das jetzt hier finde. Man könnte jetzt hier auch über ein Suchfeld einfach mal eingeben, Group, und einfach mal gucken, was findet er. Er findet nichts, weil er noch niemals die Tastatur annimmt. Da jetzt aber Group. So, Change Boot Scheme. Hier, Group Customizer. Ich glaube, der ist richtig gut. Ja, damit wäre... Achso, übrigens, ich habe mein Passwort, konnte ich ändern. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Das Passwort war C gleich, mehr nicht. Irgendwie habe ich mich dafür nur ein paar Mal vertippt und dann konnte ich auch das Passwort ändern. So, schauen wir uns mal in Group Customizer an und hier unten sehe ich schon, hier müsste doch dann eigentlich... Da steht Ubuntu 24. Aus irgendwelchen Gründen wird das nicht angezeigt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das wieder sichtbar machen kann. So, ich habe jetzt hier einfach mal in Group Customizer Ubuntu 24.04 hier mit den Pfeiltasten einfach mal nach oben gesetzt. Da kann man kann jetzt hier so nach unten und nach oben switchen. Und ich habe das jetzt ja unter Commodore OS gepackt und dann auf Speichern geklickt. Und jetzt mache ich nochmal einen Neustart. Ah, das war das Geheimnis. Könnt ihr sehen, Ubuntu 24.04. Klappt es oder klappt es nicht? Oh, prima. Prima, das ist ja super. Also kann ich jetzt hier erst einmal mit einem Dual-Boot-System hier weiterfahren. Das ist doch schon mal prima. So, und damit wäre ich wieder zurück bei Commodore OS. Und ja, erster Eindruck, ich bin auf jeden Fall begeistert, dass sich das doch so schnell und so einfach alles einrichten lässt. Ich fahre jetzt auf eine echte Maschine, Commodore OS, und habe zwei Betriebssysteme drauf. Einmal Ubuntu 24.04 und jetzt in dem Fall auch Commodore OS. Ich öffne mal jetzt hier Inksy, das ist auch einer so meiner Lieblingsprogramme, die ich immer ganz gerne aufrufe, wenn ich ein Betriebssystem teste. Inksy-fz. So, oh, sogar schon von Haus aus installiert. Das ist aber selten. Normalerweise muss man das Paket immer nachinstallieren. Wird auch hier alles richtig erkannt. Ja, sieht gut aus. i7 2,6, das passt. Nvidia passt auch, X11 passt, Xorg passt und kein X-Valent. Ah, das ist schon mal beruhigend. Passt, okay. Inksy funktioniert auch schon mal. Uname-A, Linux Commodore steht da, prima. Dann LSB Release. Minus A, ja, Bullseyes, Debian 11, könnte etwas aktueller sein, gibt ja schon Debian 12, meine ich. So, was haben wir denn hier? Ist das Nemo? Ach, Kaya, okay, das ist der Kaya, der ist auch okay. Ich glaube, da gibt es auch, wenn ich auf Listen an dich gehe und F3 drücke,
Ja, das ist doch schon mal schön. Dann haben wir auch einen geteilten Dateibrowser. Perfekt. Soundeffekte. Oh, warte, ich mache das hier mal ein bisschen leiser. Ich glaube, die sind doch ein bisschen zu laut, ne? Was ist das? Aha. Sind hier irgendwelche Spiele drin? Paar Demos? Nee, sieht nicht so aus. Aber ich glaube, da muss man noch etwas zusätzlich herunterladen. Dann bekommt man auch ein paar kostenfreie Spiele und Demos und so weiter. Da habe ich irgendwie auf der Homepage etwas gelesen. Deswegen denke ich mal, dass jetzt hier nichts drin sein wird. Gerade Commodore 64 würde mir ja schon interessieren. Ah doch, ein paar Demos sind drin. Ich klicke das einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Ah, läuft sofort selbstständig. Ich drücke mal Alt-Enter. Ja, dann verschwindet das Fenster. Ich klicke mal hier auf Details. Details. Aber irgendwie scheint er hier nichts zu laden. Das ist natürlich schade, dass das so ohne weiteres nicht geht. Ah, hier ganz komisch in den Einstellungen, also bei Weiß, beim Emulator Weiß, steht hier Drive Tube None. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also 1541, nehmen wir mal die klassische 1541. Oh, die kann ich gar nicht anklicken. Drive 8. Warum kann ich die jetzt nicht anklicken? Drive Sound. Ich kann das nicht anklicken. Warum nicht? Und jetzt muss ich einmal in die Settings hinein und die ROMs überprüfen. So, ROMs. Kernel. Bei Drive, genau. 15, 41, 2. BIOS. Dann habe ich unter Dokuments mir schon die ROMs draufgepackt. CD-ROMs. C64. Drives. Dann gehe ich hier unten auf All Files und irgendwo steht 1541 2. Den wähle ich einfach mal aus. Ich hoffe mal, der funktioniert. Sage ihm Close. Ich denke mal, ich schließe noch einmal Weiß und öffne ihn again. Kommt der große Augenblick. Oh ja, ich habe ein Loading. Okay, es hat auf jeden Fall ein ROM gefehlt. Den muss man nachinstallieren. Das wäre jetzt out of the box nicht mit dabei. Gut, Sound habe ich noch nicht. Ich muss jetzt wahrscheinlich auch den SID einstellen. Ich gucke hier nochmal auf Settings. Enable mache ich natürlich. SID lassen wir auch so. Vielleicht war es da schon. Okay, ich muss wohl nochmal das Ganze einmal neu starten. Gut, starten wir das Ganze nochmal. Ah, jetzt habe ich immerhin schon ein paar Laufwerksgeräusche. Ja, das hat doch was, ne? Mit dem Original Floppy Sound. Das finde ich schon mal gut. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt eine Runde entspannt zurück und warte den Bootvorgang mal ab. Ah, jetzt kann ich doch mit gutem Gewissen das Video so langsam beenden. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Das ist Sound. Das ist ein richtiges C64-Video. Das gefällt mir. Ich drücke mal Space und mal gucken, ob man wenigstens noch bis zum Titelbild kommt. Das würde mir für den ersten Test auf jeden Fall schon reichen. Ja, das ist Sound in meinen Ohren, definitiv. Das gefällt mir. Das ist Super Cycle. Das ist Commodore 64. Das ist Commodore 64 OS. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Klaff.